machst du da eigentlich genau? Den hat mir Daniel geschenkt, beim ersten Arbeitstag auf der Baustelle. Ist froh, dass sein Bruder wieder da ist. Hm? Tja, das ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Hoffen wir mal, dass er den Job kriegt und bleiben kann. Habe ich dir das noch gar nicht erzählt? Daniel ist jetzt offiziell einer der Ärzte im St. Vinzenz und jetzt gerade hat er seine erste Nachtschicht. Echt? Das ist ja super. Ja, wenigstens etwas. Ich hatte einfach die ganze Zeit das Gefühl, dass da was nicht stimmt, als sie sich von mir getrennt hat. Das, was sie da gesagt hat, hat einfach keinen Sinn gemacht, dass wir nicht zusammenpassen und so. Ihr wart ein gutes Beispiel für Gegensätze ziehen sich an. Bis zu dem Unfall. Weiß sie denn, dass du sie noch liebst? Sie lässt im Moment niemanden an sich ran. Sie ist viel zu sehr mit diesem Schuldgefühl beschäftigt. Vielleicht braucht sie gerade dann jemanden, der für sie da ist. Meine Dagmar. Ich habe beschlossen zu kochen. Und zwar für Helena. Ich wollte sie eben besuchen, aber da habe ich sie knapp verpasst. Das heißt, du wirst jetzt doch um sie kämpfen? Ja, mit Gemüselasagne. Hey, das sind ja die ganz schweren Geschütze, die du auffährst. Ich muss es einfach versuchen. Das klingt ziemlich schwierig. Soll ich dir helfen? Ja, danke. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber du könntest ja schon mal die Zwiebeln schneiden. Hey, Nico, was machst du denn hier? Hey, ich hab's zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten. Es gibt so Tage, da... Komm, ich spende dir eine Runde Koffein. Ich weiß, man kann sich das schwer vorstellen, aber es wird leichter. Es dauert nur eben. Was? Und? War Mission Gemüselasagne erfolgreich? Oh, das klingt spannend. Was ist das für eine Mission? Ich habe Helena um eine zweite Chance gebeten. Oh. Naja, sie hat Nein gesagt. Ist vielleicht auch besser so. Bitteschön. Danke. Wie lange soll das noch so gehen? Sie war deine beste Freundin, Nico. Ohne sie müsste ich jetzt nicht von meinem eigenen Zuhause flüchten. Da würde ich nämlich jetzt gemütlich mit Philipp vor dem Kamin sitzen. Hey, jetzt beruhigt euch mal. Es geht euch beiden schlecht, aber es bringt nichts, wenn ihr aufeinander losgeht. Sorry. Es tut mir leid, aber ich liebe sie noch. Mir tut's auch leid. Aber das hat sich ja jetzt eh erledigt, als sie dir einen Korb gegeben hat. Ja, aber das kaufe ich ihr nicht ab. Das mit mir und ihr ist noch nicht vorbei. Und das werde ich ihr auch beweisen. Dann will es diesen Mist hier im Weg rumstehen. Dieser Mist sind die Werkzeuge, die du brauchtest, um den Boden in der Küche auszutauschen. Ah ja, stimmt. Sorry übrigens, dass ich da vorhin so losgeplappert habe. Ich habe Nico nicht erkannt. Damit muss Nico leben, wenn Helena und ich wieder zusammenkommen. Ich dachte, das will Helena nicht. Die beiden haben sich an dem Unfall einfach irgendwie festgebissen, aber dabei müssen sie loslassen. Dann geht's Nico wieder besser und kommen Helena und ich auch wieder zusammen. Kann es sein, dass du das eher glauben willst? Klar, Olli, ich red mir das alles nur schön. Sorry, das war nicht blöd gemeint. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass die beiden sich wieder vertragen. Und wie willst du das machen? Helena und Nico, es gibt Mord und Totschlag. Ich gebe den beiden so viel Arbeit, dass sie gar keine Zeit haben zum Streiten. Versuch's erst gar nicht. Mein Bruder ist ein unverbesserlicher Optimist. Wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Das liegt wohl in der Familie. Bin dann mal weg, Jungs. Ciao. Ciao. Die beiden sehen sich jeden Tag auf dem Schloss und reden nicht miteinander. Warum sollte das hier anders sein? Ja, weil sie hier zusammenarbeiten müssen. Das schweißt zusammen. Das war bei dir und Christian doch auch so, als wir hier Nachtwache schieben mussten. Ja, und jetzt bewirbt er sich im Kauberparadies Poolheim. Andi, sobald die beiden merken, was du vorhast, sind die weg, bevor du gucken kannst. Irgendwas muss ich aber machen, so geht das nicht weiter. Okay, dann tu, was du nicht lassen kannst, aber... Kein Aber, wünsch mir einfach nur Glück. Viel Glück. Danke, werde ich brauchen. Du bist...